Hallo und guten Morgen bei Prepper Fox. Ich möchte mit euch gemeinsam heute eine kleine Wanderung machen, und zwar an meiner Bugout-Location. Wir gehen gemeinsam zu meinem Lieblingswasserfall und ich möchte in dem Zuge gleich ein neues Videoformat für meinen Kanal ausprobieren. Mehr dazu nach dem Intro. Es ist jetzt circa 8 Uhr und ich bin, wie gesagt, hier an meiner Bugout-Location unterwegs. Also dem Ort, an den ich hingehen würde, wenn es bei mir zu Hause zu einer schweren Krise kommt und ich wirklich flüchten müsste. Wir werden jetzt dann gemeinsam hier hinaufgehen und ich werde euch heute auf eine spezielle Art und Weise bei dieser Wanderung mitnehmen. Und zwar habe ich mir einen Brustgurt besorgt und hier werde ich dann die Actionkamera anbringen und ihr könnt mich quasi dann in meiner Sicht begleiten. Und ich weiß nicht, ob euch dieses Videoformat gefallen wird. Daher würde ich mich freuen, wenn ihr mir dazu ein Feedback geben könntet. Es ist auch so, dass ich heute etwas weniger sprechen werde oder eigentlich fast gar nichts, weil es erstens in dieser Schlucht sehr laut ist und wie gesagt möchte ich euch mehr von der Wanderung zeigen. Also werdet ihr mich heute eher weniger sprechen hören. Ich werde nur hin und wieder vielleicht etwas kurz erwähnen zu den verschiedenen Locations, die wir dann gleich sehen werden. Ich wünsche euch damit viel Spaß bei dieser Wanderung und ich hoffe, dass dieses Videoformat euch gefällt. Wie gesagt, wäre super, wenn ihr mir dazu ein Feedback geben könntet. Also hier am frühen Morgen wandern zu gehen, ist einfach ein wunderschönes Erlebnis. Die Luft ist extrem klar und frisch. Die Landschaft ist einfach nur wunderschön. Die Sonne tut gut auf der Haut. Also ich kann das jedem nur empfehlen, mal soweit es geht, hin und wieder mal rauszugehen. Vor allem früh am Morgen. Also das hier wäre vielleicht schon eine mögliche Notunterkunft bei einem Notfall, also bei einem Bugout tatsächlich, dass man sich hier zumindest grob verstecken kann. Aber ich denke, diese kleine Hütte werden wahrscheinlich mehrere Leute kennen. Davon gehe ich mal aus. Wie man hier ganz deutlich sieht, haben auch die Stürme hier in dieser Gegend erheblichen Schaden angerichtet. Und ich bin froh, dass zumindest der Weg nicht gesperrt ist und ich hier weitergehen kann.
Wir kommen hier jetzt schön langsam an meine erste Trinkwasserquelle. Also von diesem kleinen Wasserfall hier würde ich mich bedenkenlos trinken trauen. Ich denke, dass dieses Wasser sicher genießbar sein wird. Das wären hier zum Beispiel auch Stellen, wo man wirklich gut geschützt wäre vor Witterungseinflüssen. Also unter diesen Felsvorsprüngen könnte man durchaus ein kleines Lager errichten. Es gibt dann auch weiter vorne noch diese Hütte. Also auch das würde ich zu meinem persönlichen Schutz dann in einer Baggersituation auch verwenden. Weiter vorne ist jetzt dann der Wasserfall. Das heißt, ich werde da nichts mehr sprechen, weil ihr mich sowieso nicht verstehen würdet. Also würde ich euch einfach vorschlagen, ihr genießt die schöne Landschaft und wie gesagt auch diesen wunderschönen Wasserfall. Man sieht ihn hier auch schon ein wenig und da gehen wir jetzt drauf.
Hier gibt es wieder eine Hütte, die ich auch definitiv als Schutz aufsuchen würde. Also hier kann man sich zumindest vor Wind und Regen schützen. Wie gesagt, solche Hütten sind sicher anderen Leuten auch bekannt, aber bevor ich nass werde und erfriere, suche ich mir lieber so einen Schutz hier. Das war die kleine Wanderung an meiner Bugout-Location. Ich hoffe, das neue Format hat euch gefallen, also aus meiner Sicht das Ganze zu präsentieren, und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr mir dazu ein Feedback geben könntet. Ich denke, ich bin noch immer zufrieden mit der Auswahl meiner Bugout-Location. Also ich habe hier viele Dinge gesehen, die nützlich sein könnten, also von Unterschlupf über Trinkwasser und so weiter. Also ich denke schon, dass das ein sehr gut ausgewählter Ort ist. Das war's dann im Prinzip schon wieder für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben hier. Wenn ihr noch nie auf meinem Kanal wart, dann würde ich euch herzlich um ein Abo bitten, und ihr könnt das Video selbstverständlich auch gerne teilen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Video, euer Prepper Fox.